Welchen Einfluss hat eigentlich Feuchtigkeit bei der Lagerung unserer Lieblingstrockenkräuter in Bezug auf Haltbarkeit, Frische und Wirkstofferhalt? Wie hoch sollte der Feuchtigkeitsgehalt sein, dass sich unsere Trockenkräuter gut zum Vaporisieren eignen? Heute geht es einmal darum, wie wir mithilfe dieser kostengünstigen Humidor-Packs aus dem Hause Boveda den Feuchtigkeitsgehalt von unseren Trockenkräutern ganz einfach regulieren können und welche Vor- und Nachteile uns daraus entstehen. Wir reden über verschiedene Feuchtigkeitsgrade, für die diese Packs angeboten werden und deren jeweiligen Vor- und Nachteile. Wir schauen uns an, wie ein solches Humidor-Pack funktioniert und ob es einen geschmacklichen oder sonstigen Einfluss auf unser Material mit sich bringt. Zum Schluss zeige ich euch dann noch, wie man diese Boveda-Packs wieder aufladen kann, so dass sie locker 5 bis 6 Mal wiederverwendet werden können. So kostet euch die perfekte Feuchtigkeitsregulierung eurer Kräuter nur noch ein paar Cent. Also, auch heute lohnt es sich wieder dran zu bleiben. Spannend! The sun will shine. On vapors crawl clouds, the sun will shine. Vaping crawl clouds, smart vape designs. Healthy bath in modern times. Make you feel fine, the sun will shine. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der Krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapors Kraut Cloud. Trockenkraut. Betrachten wir den Begriff doch mal und da ergibt sich doch dann unweigerlich die Frage, wann ist denn überhaupt Trockenkraut trocken? Wann ist Trockenkraut ganz trocken, halbtrocken? Wann ist Trockenkraut feucht? Und wann klamm und wann ist klatschnass? Was mag unser aller Lieblingstrockenkraut an Feuchtigkeit, um nicht zu vertrocknen oder in der Gegenrichtung nicht zu verschimmeln? Und bei welchem Feuchtigkeitsgehalt eignet es sich am besten zum Gebrauch in unser aller Lieblingsgeräte? Für viele von euch wird es bestimmt schon ganz normal sein, dass ihr eure Trockenkräuter bei der Lagerung in puncto Feuchtigkeit reguliert. Ich sehe aber wirklich sehr oft Menschen, die ihr gutes Kraut unreguliert lagern und es so einem Austrocknungsprozess und damit einhergehend einem Zerfallsprozess aussetzen, mit dem dann auch unweigerlich ein Qualitätsverlust eurer Kräuter einhergeht. Nun werden sich wahrscheinlich erst einmal viele von euch fragen, wie ihr denn überhaupt feststellen könnt, welchen Feuchtigkeitsgehalt eure Kräuter haben. Also, falls ihr das einmal austesten wollt, ist das Rätsels Lösung hier sehr einfach. Dazu packt ihr eure Trockenkräuter mitsamt eines Hygrometers, diese gibt es in verschiedensten Formen, einfach in ein Glas. Hier sollte dann natürlich die Glasgröße der Menge eurer Trockenkräuter angepasst sein, so dass sich nicht zu viel Luft im Glas befindet. Eine gute Stunde später könnt ihr dann den ungefähren Feuchtigkeitsgehalt auf dem Hygrometer ablesen. Aber dank der Verlässlichkeit der Boveda-Packs braucht ihr eure Feuchtigkeit der Kräuter nicht wirklich bestimmen. Generell kann ich euch aber immer nur empfehlen, eure Kräuter mit den Packs in Gläsern aufzubewahren. Am besten noch im Braunglas, da Licht ordentlich zum Zerfall eurer Wirkstoffe beiträgt. Ich nutze hier immer ganz gerne diese Gläser, in denen Gemüsebrühe kommt. Die gibt es dann auch hier in verschiedenen Größen, aber bitte nicht verwechseln. Don't fucking vape Gemüsebrühe. Die hier vorgestellten Boveda Packs, die bekommt ihr natürlich auch bei Verdampft nochmal. Verdampft nochmal ist seit vielen Jahren der Vapo-Shop meines Vertrauens. Die Mitarbeitenden dort verfügen über eine hohe Expertise und stehen euch immer mit Rat und Tat zur Seite. Der Kundenservice bei Verdampft nochmal ist exzellent und die Warenpalette ist meines Erachtens die beste und breiteste in ganz Europa. Der Versand arbeitet dort immer im Turbo-Modus. Also, beim nächsten Mal verdampft nochmal. Und sollte euch meine Arbeit hier gefallen, könnt ihr mich mit eurem Einkauf bei Verdampft nochmal unterstützen, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Ich bekomme dann etwas von eurem Einkauf ab, was diesem Kanal dann hier auch direkt wieder zugutekommt. Der Link hierzu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Dieser führt euch dann direkt zu einem dicken grünen Knopf auf meiner Homepage
Wenn ihr darauf klickt, wird mein Affiliate aktiviert und eure Unterstützung kommt dann auch hier an. Herzlichen Dank dafür. Aber was ist denn nun der Feuchtigkeitsgehalt, bei dem sich unsere Lieblingstrockenkräuter am wohlsten fühlen, um möglichst wenig an Wirkstoffen und Terpenen zu verlieren? Hier streben wir einen Wert zwischen 58 und 62% an. Wenn ihr eure Trockenkräuter in diesem Feuchtigkeitsfenster lagert und dafür sorgt, dass weder Luft noch Licht an das Material kommt, könnt ihr sie so locker ein Jahr ohne große Verluste einlagern. Wenn ihr eure Kräuter jetzt nicht gerade beim liebevoll arbeitenden Bio-Kleingärtner bezieht, könnt ihr auch mal davon ausgehen, dass sie beim Kauf diesen optimalen Feuchtigkeitsgehalt schon unterschritten haben. Hier macht es durchaus Sinn, den Feuchtigkeitsgehalt vor dem Konsum noch einmal zu korrigieren, anzuheben. Auch hier eignen sich die Boveda Packs wirklich sehr gut dazu. Aber die Lagerung ist ja nun das eine. Das andere ist die Frage, welchen Feuchtigkeitsgehalt unsere Vapus am besten entgegenkommt, um gut abzuliefern. Und hier scheiden sich dann auch ein klein wenig die Geister. Die meisten Menschen stehen wohl bei Vaporizern auf 62%. Hierzu zähle ich mich persönlich auch. Es gibt aber auch Menschen, die 58% bevorzugen. Es macht da schon einen spürbaren Unterschied beim Malen. 58% malen sich wesentlich feiner und eignen sich so viel besser, um eine sehr feine Malstufe zu erreichen. Also diejenigen unter euch, die es sehr fein gemahlen mögen, sind vermutlich mit 58% gut bedient. Die 62% Feuchtigkeit erzeugen nach dem Malen dann diese Art von Lava-Flow, wobei das Malgut dann so ein wenig fließt wie kinetischer Sand. Ich denke, ihr kennt den Effekt. Aus Sicherheitsgründen für den Kanal und für mich selbst spare ich es mir mal, hier euch ein paar hübsche Bilder einzublenden. Die 58% hingegen eignen sich meines Erachtens besser zum Rauchen. Warum spreche ich jetzt vom Rauchen? Weil 58%, das ist auch die Feuchtigkeit, bei der gute Zigarren gelagert werden. Und warum erwähne ich denn jetzt noch eine Zigarre auf einem Vape-Kanal? Also, wenn jemand ganz viel Erfahrung daran hat, wie man feuchtigkeitsreguliert, gar klimareguliert, empfindliche Naturprodukte lagert, dann sind es die Zigarrenliebhaberinnen. Hier haben Humidore, die wir auch für unsere Trockenkräuter verwenden können, eine ganz alte Tradition. Schaut mal, ich habe hier so ein Teil für euch. Die kommen hier, also hübsche Holzkästchen zumeist. Und hier, schaut mal rein, hier ist dann ein Hygrometer eingebaut und ein Feuchtigkeitsspender mit einem Schwämmchen im Inneren. Da kann man dann mittels Befeuchten, Lüften, Kontrollieren die Feuchtigkeit im Inneren des Humidors in Schach halten. Dieser ganze Vorgang hier ist zwar traditionell, aber auch mit ein wenig Zeitaufwand verbunden. Und es macht ja schon gar keinen Sinn, sich für ein paar Gramm so einen Koffer hier in die Hütte zu stellen. Aber wenn ihr über eine erlesene Kräutersammlung verfügt, die ihr gerne stilecht aufbewahren wollt, dann ist so ein Humidor durchaus eine Möglichkeit. Diese Teile gibt es in jedem gut sortierten Zigarrenladen. Für alle, die es aber gerne einfacher und viel effizienter haben, kommt jetzt diese großartige Erfindung daher. Das Boveda Humidor Pack, welches für euch die Feuchtigkeitsregulation in beide Richtungen übernimmt. Also die Fähigkeit besitzt, sowohl Feuchtigkeit in sich aufzunehmen, als auch wieder Feuchtigkeit abzugeben. Wie wird nun so ein Boveda Pack angewendet? Zunächst einmal wählt ihr das für euch entsprechende Pack aus. Hier ist dann entscheidend, welchen Feuchtigkeitsgehalt ihr bevorzugt und wie groß die Menge der Kräuter ist, die das Pack für euch regulieren soll. Es gibt diese Packs hier in verschiedenen Größen. Schaut mal, dieses kleine hier Pack ist die Packgröße 4 und kann nach Herstellerangaben bis zu 15 Gramm regulieren. Obgleich ich sagen würde, 10 Gramm sind genug für die Kleinen hier. Dann gibt es auch noch 8er Päckchen.
die für bis zu 30 Gramm funktionieren. Und Menschen, die das Wort Nachschubsorgen nicht mal buchstabieren können, gönnen sich den 67er Boveda-Sack, um ein halbes Kilo in Schach zu halten. Zur Anwendung dann. Ganz einfach, das Päckchen rein in euer Kräuterbehältnis, luftdicht verschließen und gut ist. Innerhalb kürzester Zeit gibt das Pack entweder Feuchtigkeit an eure Kräuter ab, falls da ein Mangel vorherrscht, oder aber es nimmt Feuchtigkeit auf, wenn da Überschuss vorhanden ist. Ich habe das hier mal über wirklich längere Zeit mittels Hygrometer im Auge behalten und kann nur sagen, dass die Dinger wirklich faszinierend gut und präzise arbeiten. Wie machen diese Teile das denn nun? Im Inneren der Packs befindet sich eine bestimmte, von Boveda patentierte Mischung aus mineralischen Salzen. Alle verwendeten Salze sind natürlichen Ursprungs und sie interagieren rein nur mit Wasser. Dadurch ist es auch absolut gewährleistet, dass sie eurem Kraut weder irgendetwas nehmen, noch irgendetwas hinzufügen, außer eben Feuchtigkeit. Für mich persönlich war das seinerzeit ein Riesending, als mir die ersten Bovedas in die Hütte kamen. Seitdem kann ich mir die Teile für mich gar nicht mehr wegdenken. Da schmeckt's auch am Ende des großen Kessels noch wie frisch gekocht. Wirklich, probiert's aus. Nun, wenn ihr denn eure Päckchen eine ganze Weile in Gebrauch hattet, werdet ihr feststellen, dass der Inhalt des Päckchens anfängt, knusprig zu werden. Dieser Effekt tritt ein, da die Salze im Inneren beginnen auszukristallieren. Wenn ihr dann das Päckchen noch ein paar Tage an der Luft an einem warmen Ort liegen lasst, wird es steinhart. Aber Achtung, ihr müsst sie dann nicht wegwerfen. Ihr könnt sie erneut mit Wasser aufladen. Dazu werden in den Foren verschiedene Methoden aufgezeigt, angefangen vom einfaches in Wasser werfen oder sie zusammen mit einem Schwamm in eine Ziploc-Tüte sperren. Dabei gefällt mir aber nicht, dass jeweils der Zellstoff, aus dem die Außenhaut des Boveda-Packs besteht, direkt mit Wasser in Kontakt kommt. Die für mich beste Methode kommt von Troy. Big up an Troy von 420 Vape Zone. Hier nimmt er dann einfach eine große Haushaltsdose und füllt diese zu einem Teil, bis ungefähr hier, mit Wasser. Nach Belieben gerne mit abgekochten, gefilterten oder manchmöglicherweise schwören auch auf destilliertes Wasser. Dann legt ihr eure trockenen Packs einfach in eine zweite Dose, die in die große Dose reinpasst. Und ihr lasst sie in der großen Dose schwimmen. Verschließt die große Dose dann luftdicht mit einem Deckel und nun lasst ihr sie 4 Tage an einem warmen Ort stehen. Und nach 4 Tagen fühlen sich die Packs genauso an, als hättet ihr sie gerade frisch aus der Verpackung gezogen. Das könnt ihr so meiner Erfahrung nach locker 5 bis 6 Mal wiederholen, ohne dass sich ein Unterschied in der Arbeitsweise feststellen lässt. Nun hoffe ich doch sehr, dass euch dieses Thema heute nicht zu trocken war und eventuell die ein oder der andere doch noch was für sich mitnehmen konnte. Wie handhabt ihr es mit dem Feuchtigkeitsgehalt eurer Kräuter? Benutzt ihr auch Boveda-Packs? Oder seid ihr vielleicht so richtig oldschool noch unterwegs mit Feuchtmachen von Tonsteine, Scherben oder gar Humidor? Ganz klassisch? Lasst mich das doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Falls ihr jetzt aber zu denen gehört, die sich bisher zu dem ganzen Thema noch überhaupt keine Gedanken gemacht hatten und nun aufgrund dieses Videos mal 1,80 € investiert habt, würde ich mich über eure Erfahrung mal besonders freuen. Und falls ihr demnächst nochmal Vapos, Bovedas oder sonstiges Zubehör shoppen geht, würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr an mich denken würdet und vorher meinen Affiliate-Knopf mal kräftig durchbuzzert. Ich bedanke mich wieder einmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao! The sun will shine. On vapors, crowd clouds, the sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs. Healthy buff in modern times. Make you feel fine, the sun will shine.